Hallo und herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dingisbühl, bei uns auf dem Kanal. Heute haben wir unser tolles Expeditionsfahrzeug, das ich euch vorstellen möchte. Ich habe es das letzte Mal schon mal in unserem Video kurz angedeutet, gezeigt und jetzt haben wir es fertig. Ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, wie es komplett fertig ausschaut. Ist eine ganz wichtige Geschichte, weil das muss man unbedingt gesehen haben. Ich finde, es war ein super schöner Einbau, hat super viel Spaß gemacht und ich labere jetzt hier gar nicht lang rum. Lasst uns gleich beginnen und uns das Ganze mal angucken, wie der ganze Aufbau, Ausbau geworden ist, wie das Auto ist. Ich persönlich finde es richtig schön, den ganzen Einbauklasse, Technik ohne Ende, weil Fahrzeug braucht natürlich richtig Power. 6 Platten Solar auf dem Dach, 6x 130 Watt Peak, 780 Watt Peak im Gesamten, Hochvoltmodule mit je 60 Volt, da kommt richtig Power runter, 2 Ladebooster mit Ladestrom von 100 Ampere, wenn er rollt, und 640 Amperestunden Lithiumbatterien, das ist meine Ansage, 3000er Wechselrichter, also da passiert richtig was in dem Auto. Also, ich glaube, wir schauen uns das jetzt einfach mal an und ich laber gar nicht lang rum. Auf geht's! Auch von außen ist er natürlich eine echt tolle Augenweide. Hier oben haben wir Lichter mit Bewegungsmelder. Vorne haben wir natürlich auch noch einen riesen LED-Bar auf dem Dach, dementsprechend hier. Also das Auto ist schon durch und durch wirklich ein echter Hingucker. Also ich finde ihn toll. Man hat eine schöne Stehhöhe drin, man hat schönen Stauraum. Trotzdem auf einen relativ kleinen und kurzen Aufbau, das macht das Auto aus. Insgesamt echt ein schöner Hingucker. So, ich befinde mich jetzt in dem wunderschönen Iveco, in dem, ja, ich sag mal, Expeditionsfahrzeug, den wir umgebaut haben. Und da möchte ich euch jetzt einfach ein Stück weit mitnehmen, euch mal zeigen, was haben wir denn eigentlich alles verbaut bei dem Fahrzeug. Gehen wir mal kurz hier die Schalttafel durch. Wir sehen hier die Truma-Steuerung. Wir sehen hier bestimmte Schalter, das ist alles von der Firma Wölke schon verbaut gewesen. Dann haben wir hier unseren Wechselrichter montiert, also sprich das Display montiert, was hier verbaut worden ist. Der ganze Aufbau hat hier einen 3000er Wechselrichter, also eine 3000er Kombi bekommen. Wir gucken uns mal kurz um. Hier haben wir einen Kühlschrank. Dann haben wir hier das Badezimmer. Hier geht es dann auch durch in die Fahrerkabine. Also echt schön gemacht mit einer schönen Tür, wo man dann dementsprechend durchlaufen kann. Also finde ich wirklich ansprechend. Wenn wir dann hier reingehen, mal hier ums Eck rum filmen, dann haben wir hier natürlich noch das Waschbecken und hier unten die Toilette. Relativ schlicht. Aber natürlich, wie es für Expeditionsfahrzeug gehört, sehr einfach. Dann haben wir hier natürlich auch gleich die Duschkabine als solches, wo wir auch hier nochmal die Möglichkeit haben, die Türe zum Schließen. Dann schaut es alles sehr wohnlich aus. Hier haben wir die Küche entsprechend, also auch sehr schick. Und dann gehen wir hier hinter ins Polsterwerk. Da hinten haben wir das Bett, hier vorne haben wir die Sitzgruppe mit dem schwenkbaren Tisch. Tolle Sache, muss ich sagen. Also mir gefällt er wirklich sehr gut. Macht richtig was her.
und ist wirklich sehr ansehnlich. Jetzt gehen wir mal ab in die Technik. So, dazu haben wir jetzt hier mal aufgemacht, damit wir auch wirklich schön reinschauen können. Und jetzt gehen wir hier mal ins erste Technikfach, das ist der Boden. Hier haben wir zwei Lithium-Batterien verbraucht, 2x320 Amperestunden, sprich 640 Amperestunden. Wir haben hier extra so einen tollen Halter montiert aus Holz, wo die Akkus schön sauber eingefasst sind, wo nichts hupft, wo alles toppi fest ist, die Kabel nach unten weggeführt, damit man hier nirgends was sieht, damit es sauber und ordentlich ausschaut. 640 Amperestunden. Warum? Natürlich ist es ein Expeditionsfahrzeug, der hat natürlich auch größere Reisen vor. Und das Schöne ist natürlich, mit 640 Amperestunden, hier kann man auch mal Induktion kochen. Hier haben wir auch entsprechende Kapazitäten, damit wir halt autark lang unterwegs sein können. Das Fahrzeug hat einen relativ großen Wassertank und Abwassertank, somit haben wir eine gewisse große Autarkie vorhanden. Und das unterstreichen wir natürlich mit einer guten Stromkapazität. Dann schauen wir mal noch hier rüber. Da haben wir dann unseren Technik-Einbau gemacht. Wir sehen, dass wir nicht mehr viel sehen. Es blendet jetzt ein bisschen. Warte, ich muss mal das Licht ein bisschen anders hinstellen. Bitte entschuldigt. Nur damit ihr besser seht. Jawohl, das schaut doch schon mal wesentlich besser aus. Also, da hinten im Eck haben wir zwei Ladebooster sitzen. Warum haben wir zwei Ladebooster? Bei 640 Amperestunden macht natürlich Sinn. Da können wir mit roundabout 100 Ampere während der Fahrt wieder laden. 6 Stunden Autofahrt und die Batterien sind wieder rappelvoll. Dann haben wir hier die Kombi. Das heißt 3000 Watt Dauerleistung und 200 Amperestunden Ladeleistung, wenn er am Landstrom hängt, als Kombi. Dementsprechend, hier haben wir dann nur unsere Verteiler montiert, weil wir natürlich unheimlich viel Strom dementsprechend verteilen müssen in die ganzen Situationen. Das hier ist wieder ab Werk gewesen von der Firma Wölke. Dementsprechend die 12-Volt-Verteilung. Wir haben uns hier nur angedockt, damit da alles schick ist. Und auf der anderen Seite hier haben wir natürlich noch unsere zwei Solarregler. Warum haben wir zwei Solarregler? Weil wir insgesamt 6x 130 Watt auf dem Dach haben. 6x 130 Watt macht roundabout 780 Watt Peak. Da kommt natürlich schon richtig Power runter. Ne? Also das ist schon ein richtig geiles Setup, muss ich sagen, was richtig Laune macht. Ja, da lässt sich wirklich was damit anfangen. In der Autarkie, in dem Induktionskochen ist es wirklich eine sehr, sehr spannende Leistung. Der Einbau ist uns sehr gelungen, finde ich. Schaut sehr, sehr schön aus. So kann man das sehen lassen. Das ist eine tolle Geschichte. Sehr aufgeräumt, Kabel hängen keine rum. Und wenn man auch die Fächer mal noch nutzen möchte, kann man die ohne Probleme nutzen, ohne dass alles Mögliche im Weg steht und dementsprechend irgendwo hängen bleibt oder irgendwas kaputt geht. Ja, das Fahrzeug wird vom Kunden morgen wieder geholt. Jetzt morgen, ich weiß nicht, wann das Video jetzt ausgestrahlt wird, aber er freut sich schon tierisch drauf. Auch wir freuen uns drauf, ihm kurz vor Weihnachten sein Lieblingsauto wieder zu geben. Das kam von der Firma Wölke direkt hier zu mir zum Umbau. Riecht auch noch alles neu. Der Kunde hat noch keine Nacht drin geschlafen. Ist natürlich schon so eine Geschichte. Jetzt will er es unbedingt haben, verständlicherweise. Mir wird es nicht anders gehen. Würde ich auch unbedingt wieder haben wollen. Hier oben zum Display noch mal ganz kurz. Hier haben wir natürlich mehrere Funktionen. Zum einen können wir hier auf die 1 schalten. Das wäre Dauerbetrieb, Licht blau. Und dann wird das Licht gleich grün. Das heißt dann, jetzt haben wir 230 Volt auf allen verbauten Steckdosen. Volle Kanne. Jetzt können wir arbeiten, Induktion kochen und Lichter anmachen und Haar föhnen und weiß der Teufel was. Das ist auf der 1. Im Dauerbetrieb. Man kann natürlich auch sagen, wir schalten das Ganze auf die 2. Die 2 sagt aus, dass wir hier in einem Standby-Modus sind. Fängt wieder genauso an, blau und nach wenigen Sekunden wieder grün.
Und jetzt haben wir wieder volle Leistung. Aber wenn wir keinen Strom ziehen, schaltet der Wechselrichter automatisch in einen Standby-Modus, nämlich ab, und hat dann somit keinen Eigenstromverbrauch mehr. Darum empfehle ich immer, im autarken Camping immer auf die 2 zu schalten, Kaffee rauslassen. Und dann muss ich hier nicht mehr dran denken, der schaltet ab, und wenn ich wieder Strom brauche, hier mit der 1-Taste kurz aktivieren, dann ist er sofort wieder da und ich habe wieder meine 230 Volt und alles funktioniert wieder tadellos. Hier haben wir noch unsere Landstrombegrenzung, die natürlich jetzt auf 16 Ampere steht. Hier können wir dementsprechend Stromausgleich betreiben, wenn wir auf einem Stellplatz sind, wie zum Beispiel am Gardasee, verschiedene Campingplätze, Stellplätze, die halt nur mit 6, 8 Ampere abgesichert sind. Dann stellen wir das hier an diesem Rädchen entsprechend ein. Er nimmt die 8 Ampere von außen, den Rest steuert er von innen dazu, wenn man es nötig hat. Und somit fliegt keine Sicherung. Föhn und Kaffeemaschine funktionieren zugleich oder Induktionskochfeld. Ganz tolle Sache. Und man ist da richtig safe. Also ich finde es richtig geil mit den Kombis, weil da ist man schon sehr, sehr gut gewappnet. Gleichzeitig haben wir natürlich hier den Ladestrom, einen sehr hohen Ladestrom, weil die Batterien können natürlich richtig was ab. Und somit sind die Batterien, wenn wir den mal an die Steckdose hängen, dann wieder ratzfatz voll. Und das macht natürlich auch richtig Spaß bei so einem Umbau, damit man da dementsprechend wirklich auch schnell wieder autark ist und alles schnell wieder gefüllt ist und man hier wieder richtig Spaß haben kann. Das ist rundum eine richtig schöne, tolle Geschichte. Also ich bin ganz begeistert von dem Einbau. Muss ich wirklich sagen, finde ich richtig schön. Da kommt dann der Bodendeckel wieder drauf. Hier sitzt man drauf. Das ist dann nur ein schöner Stauraum. Und dann hat der Kunde sein Fahrzeug wieder zurück. Das Dach für dem Auto möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier haben wir 6x 130 Watt Peak an Platten drauf. Also ihr seht, wir haben hier 3 Stück montiert. Wir haben hier 3 Stück montiert, damit wir dementsprechend Energie natürlich runtergewinnen. Das ist natürlich hier ein bisschen schicker wie jetzt beim Kastenwagen. Weil hier haben wir natürlich Platz. Das ist natürlich schon richtig scharf. Und da kann man sich dann austoben und kann natürlich entsprechend Platten dann montieren, dass dann auch wieder richtig Energie runterkommt. Auch das Dach haben wir fertig gemacht. 6 hübsche Platten drauf, damit richtig viel Energie wieder nach unten kommt. Hier hat der Kunde nochmal ein Induktionskochfeld drin, das wird hier festgeschnallt. Wenn er kochen will, nimmt er das einfach raus und steckt es an. Und schon funktioniert das Induktionskochfeld. Somit hat man natürlich den Vorteil, dass man hier richtig schön Platz hat auf der Küchenarbeitsplatte. Das ist natürlich echt schön. Mit Schubkasteneinsatz und allem drum und dran. Also das ist natürlich hier riesen Stauraum. Hier auch gleich mit Abfalltrennsystem drin. Also man muss schon sagen, es ist schon wirklich alles sehr schön und durchdacht. Also muss man echt sagen, es ist eine tolle Geschichte. Hier unten haben wir dann noch größere Auszüge für Töpfe und so weiter. Und auf der Seite hier habe ich auch ein raffiniertes Fach. So ein, ich weiß nicht, Art Arbeitsfach, was man dazu nehmen möchte. Mit Steckdosen, 230 Dosen, Lademöglichkeit, wo man hier im Fach was laden kann. Die Geräte hier drin liegen, alles schön versteckt ist, also richtig toll gemacht. Arbeitsplatte, zack, nimmt man wieder runter. Hier haben wir auch nochmal USB-Lade, 230 Volt. Also an dem Auto ist wirklich an alles gedacht. Zu guter Letzt hat er hier in der Heckgarage noch eine WCS-Kühlbox, die auch wirklich wie ausgerechnet hier reinpasst. Der Deckel geht ganz auf und man kann dementsprechend die Kühlbox gut bedienen. Und ja, als Verstärkung zu dem Kühlschrank da drin, wenn man Sachen eingefrieren will, echt clever gelöst. Also ich muss sagen, das Auto rundum, eine tolle Sache. Bin ein bisschen neidisch, weil das Auto ist schon echt schick. Hat schon was. Schaut richtig krass aus und ist schon echt eine Augenweide. Ich habe mich gefreut, das Projekt durchführen zu dürfen. Und jetzt freue ich mich auf morgen, den Kunden das Auto zu übergeben. Und ich bin gespannt, was er sagt. So, was sagt ihr? Wie hat euch der Umbau gefallen?
Mir hat er unheimlich gut gefallen. Ich fand, er ist gut geworden. Ich finde natürlich die Leistungsklassen da drin echt phänomenal. Mit dem Fahrzeug kann man richtig was anfangen. Eine große Autarkie, was natürlich bei so einem Auto auch echt Sinn macht, weil ich denke, er wird natürlich weite Reisen machen, wo Autarkie auch echt gefragt ist, weil wenn wir mal Europa verlassen und Richtung Marokko fahren und uns da mal ja, quer in die Steppen begeben, dann macht es schon Sinn. Und das ist natürlich schon richtig schön, wenn man so ein Fahrzeug hat, Energie hat, alles funktioniert und man muss auf nichts mehr Rücksicht nehmen. Das ist natürlich schon toll. Ich bin auch gespannt, was ich für ein Feedback vom Kunden bekomme, wenn er mal die Reisen unternimmt. Und ich hoffe, da bleiben wir wirklich in Kontakt, weil das würde mich unheimlich freuen, solche Autos mal zu erfahren, wie sie denn im Nutzen dann auch dementsprechend in der Elektrik und so weiter funktionieren. Was gut, was schlecht ist, man stellt das natürlich erst immer fest, wenn man dann wirklich unterwegs ist, Offroad ist und dann feststellt, okay, hier hätte man nur ein bisschen mehr braucht oder hier hätte man ein bisschen weniger konnt oder wie auch immer. Ich freue mich jedenfalls drauf und jetzt geht schon wieder das Licht aus. Kleinen Moment. Ich habe jetzt schon einen Standpunkt verlagert. Die Ausstellungshalle ist schon dunkel. Ich kann es jetzt auf die Schnelle nicht mehr einschalten, weil hier alles automatisiert ist. Macht nichts. Ich war eigentlich auch schon fertig und wollte euch nur noch sagen, lieben Dank fürs Schauen meiner Videos. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich genauso wie über ein Abo und Like. Und wenn ihr ganz verrückt seid, noch die Glocke drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage, Vorweihnachtstage, schönen Adventszeit. Bald ist es soweit. Die Weihnachtszeit steht ganz knapp vor der Tür. Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke und seid gut gewappnet. Jedenfalls bin ich froh, wenn es mal eine Woche etwas ruhiger wird, weil bei uns ist diese Woche echt die Hölle los. Wir haben natürlich auch wie überall immer das gleiche Problem, krankheitsbedingte Ausfälle und. Und vor Weihnachten drückt sich alles, alles muss fertig werden, alles muss raus und. Egal, ich will euch damit gar nicht langweilen. Ich sage nur lieben Dank für eure Geduld und euer Engagement, meine Videos zu gucken. Und ich sage, bleibt mir gesund und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Also, bis dahin, ciao, ciao, euer Michael.